Das Provisorium löst sich im Urlaub. Was ist zu tun? In der Regel ein Super-GAU, den jeder vermeiden möchte. Man hat ein Provisorium auf einem Zahn, fährt in den Urlaub am Urlaubsort, wo man den Urlaub genießen möchte, löst sich das Provisorium. Viele Patienten wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Hier empfehle ich Folgendes. Wenn der Zahn schmerzfrei ist, das Provisorium reinigen, mit etwas Zahnpasta auffüllen und wieder aufstecken, um den Zahn zu schützen. Bei einem sehr lockeren Provisorium vorsichtig sein, insbesondere nachts, damit es nicht im Rachen landet und zum Beispiel zur Erstickungsgefahr führen kann. Im Zweifel bietet es sich auch immer an, die eigene Zahnarztpraxis auch aus dem Urlaub heraus zu kontaktieren, nachzufragen beim eigenen Behandler, der die Situation kennt. Was soll ich tun? Wie soll ich mich verhalten? Hier kann man häufig gut helfen und auch einen lästigen Zahnarztbesuch am Urlaubsort vermeiden. Der ist aber in vielen Dingen natürlich dann der letzte Ausweg. Wenn ich gar nicht weiß, was ich machen soll, vielleicht auch Schmerzen habe, dann bleibt nichts anderes übrig, auch nach Kontakt mit der eigenen Zahnarztpraxis am Urlaubsort einen Behandler aufzusuchen. Die Hotels helfen hier häufig ja auch weiter bei der Vermittlung von Zahnarztpraxen. Noch besser ist es allerdings, in Vorbereitung auf den Urlaub nicht nur die Reisetasche zu packen, sondern vielleicht auch beim Zahnarzt einen Kontrolltermin zu vereinbaren, insbesondere wenn Provisorien noch eingesetzt sind, der definitive Zahnersatz noch auf sich warten lässt. Der Behandler schaut gerne drauf, sind die Provisorien sicher befestigt. Gegebenenfalls kann man sie auch erneut nochmal einkleben. Es bietet sich in vielen Fällen auch an, dass man dem Patienten einfach eine kleine Probepackung von Kleber für Provisorium mitgibt, damit er statt Zahnpasta selbst das Provisorium im Zweifel wieder einsetzen kann. Für manuell geschickte Patienten in der Regel kein Problem. Nutzen Sie also die Vorbereitung für den Urlaub auch zu einem kleinen Besuch in der Zahnarztpraxis, damit Sie frei an Ihrem Urlaubsort fahren können und die Sonne genießen dürfen. Sonnige Grüße in den Urlaub, Ihre Zahnarztpraxis Fiege aus Prabel.